Es war schon absehbar, dass es zu finanziellen Problemen bei der Singer kommen wird. Es war noch nicht klar, wann das passiert, ob das ein Jahr früher oder später ist und ob es wirklich auch zu einer existenzbedrohenden Liquiditätskrise sich auswächst, wie es offenbar passiert ist. Was man hier sehen kann, ist, dass zum Beispiel diese Signa Prime Selection AG, die aber nicht börsennotiert ist, sehr viele Subgesellschaften hat. In einzelnen von diesen Subgesellschaften gibt es dann wieder Dutzende Subgesellschaften und die haben dann wieder Subgesellschaften und in diesen Subgesellschaften sind dann eben eigentlich die eigentlichen Immobilien geparkt. Diese verschachtelten Konstruktionen mit verschiedenen Teilgesellschaften im Immobilienbereich haben in der Regel steuerliche Gründe. Es geht darum, weniger Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Es geht darum, weniger Körperschaftsteuer zu bezahlen, wenn Gewinne anfallen und sie ausgeschüttet werden. Prinzipiell ist es so, wenn Unternehmen, vor allem größere Unternehmen, insolvent werden, pleite gehen, dann entstehen dadurch immer Folgekosten, die immer, ob man das möchte oder nicht, sozialisiert werden. Also man kann sagen, bei Insolvenzen, bei größeren Insolvenzen, bezahlen immer wir alle, bezahlt die Gesellschaft quasi die Kosten.